Herzlich willkommen zurück. In diesem Video wirst du am Ende den Term a plus b hoch 3 ausmultiplizieren können. Dafür ist es gut, wenn du schon weißt, wie man Klammern ausmultipliziert und mit den binomischen Formeln umgeht. Wir haben also das Binom a plus b in Klammer hoch 3 und das sollen wir jetzt ausmultiplizieren. Probier es am besten gleich mal selber, pausiere dafür das Video und wir werden danach sofort vergleichen. Gut, a plus b in Klammer hoch 3 ist ja nichts anderes, als dass dieses Binom dreimal mit sich selbst multipliziert. Das können wir aber vielleicht auch ein bisschen besser zusammenfassen, indem wir schreiben a plus b in Klammer mal a plus b in Klammer zum Quadrat. Und da erkennst du sofort, dass es eine binomische Formel ist, die du ja schon ausmultiplizieren kannst. Es bleibt also a plus b in Klammer mal in Klammer a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und jetzt müssen wir wieder die Disco-Formel anwenden. Das heißt, jeder Term aus der einen Klammer wird mit jedem Term aus der anderen Klammer multipliziert. Lass uns doch gleich damit loslegen. Wir haben a mal a Quadrat, also a hoch 3, plus a mal 2 mal a mal b, also 2 mal a Quadrat mal b, plus a mal b Quadrat, plus b mal a Quadrat oder a Quadrat mal b, plus b mal 2 mal a mal b, also 2 mal a mal b Quadrat, plus b mal b Quadrat, also b hoch 3. Das ist jetzt noch eine lange Wurst, die können wir aber gleich vereinfachen. Du erkennst, dass 2a Quadrat mal b und a Quadrat mal b zusammengehören und a mal b Quadrat mit 2 mal a mal b Quadrat zusammengehört. Da können wir zusammenfassen und es bleibt übrig a hoch 3 plus 3a Quadrat mal b plus 3a mal b Quadrat plus b hoch 3. Und schon haben wir das Binom hoch 3 ausmultipliziert. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja und wie ist das bei einem Binom hoch 4, hoch 5, hoch 6? Muss ich da auch immer alle Schritte machen und das so langwierig ausmultiplizieren? Nein, keine Sorge. Du kannst es machen, es ist aber sehr mühsam. Es wird aber auch noch in den nächsten Videos ein paar Tricks geben, mit denen du das dann viel, viel schneller machen kannst. Also, nichts wie los zum nächsten Video, dann kann ich dir schon ein bisschen was zeigen.